Und täglich grüßt das Murmeltier. Welches Karma steckt hinter den Wiederholungen in deinem Leben? Tja, was hat ein Murmeltier zu tun mit deinem Karma, mit Wiederholungen in deinem Leben? Vielleicht kennst du den Film Und täglich grüßt das Murmeltier aus den 1990er Jahren. Es war damals ein sehr großer Hit. Es ging um einen sehr ehrgeizigen Reporter, der in einen Kleinort geschickt worden ist, um über ein bestimmtes Event zu berichten. Mit dabei ein Kameramann und eine neue Assistentin. Und am nächsten Tag sollten sie zurückfahren, aber es ging nicht, weil da war ein großer Sturm und sie mussten übernachten. Dieser Reporter war sehr von sich überzeugt, hat auf den Gefühlen von den anderen herumgetrampelt, war sehr verletzend und ist so, würden wir bezeichnen, über dem Boden geschwebt. Das Problem war, sie machten den Dreh und gingen dann später ins Hotel. Er versuchte, diese wunderbare neue Assistentin zu verführen, aber die hatte keinerlei Interesse, weil sie seine Art und Weise komplett ablehnte. Am nächsten Tag, als er aufwachte, war er davon überzeugt, es ist der nächste Tag und er wird jetzt den Ort verlassen. Aber er geht raus und sieht, dass es der Tag ist, so wie am vorigen Tag. Und so ging das die ganze Zeit. Es wiederholte sich. Jeder Tag wiederholte sich. Jeder Tag, der neu begann, wo er aufstand, war immer wieder der Tag von vorher. Und er versuchte alles, um da rauszukommen. Aber es wiederholte sich immer, immer wieder. Erst als er anfing, selber an sich zu arbeiten, indem er sich veränderte, liebevoller war, verständnisvoller war und durch diese Wiederholungen, die ganzen Gegebenheiten, die ihm während des Tages immer wieder begegnet sind, immer mehr mit einer anderen Einstellung erfasste, wandelte sich auch sein Wesen zu einem liebevolleren, wertschätzenden Menschen und die Assistentin verliebte sich dann in seinen Charakter, weil er sich komplett verändert hatte. Und das war dann so quasi der magische Zauber, wo die Wiederholungen aufgehört haben. Was sollen wir daraus lernen? Und täglich grüßt das Murmeltier. Der Mann war gezwungen, jeden Tag immer wieder in die gleichen Situationen zu kommen. Und durch sein eigenes Wissen, er hat alles versucht. Und es hat einfach nicht geklappt. Und er hat dann immer mehr die Welt besser verstanden, sich immer mehr beschäftigt mit dem Umfeld, mit den Lebensereignissen, die ihm während des Tages widerfahren sind. Und es hat alles zum Nachdenken angeregt. Und dieser auch leidvolle Prozess, weil er wollte unbedingt aus diesen Wiederholungen heraus, dieses dadurch immer wieder begegnen mit dem Leben, mit den gleichen Situationen, hat ihn schließlich nachdenken lassen, reifen lassen, verändern lassen. Er hat sehr viel dadurch gelernt und ist schließlich und endlich zu einem liebevolleren, wertschätzenderen Menschen geworden. Und wenn wir uns die Wiederholungen in unserem eigenen Leben anschauen, wir haben alle Wiederholungen, Herausforderungen,
Probleme. Zum Beispiel, dass wir uns einen wundervollen Partner wünschen oder eine wundervolle Partnerin. Und wir haben den ersten Partner und dann geht es immer weiter und immer weiter. Und jedes Mal werden wir wieder enttäuscht, unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen. Und so gehen wir in die weiteren Partnerschaften und immer wieder ist es ähnlich. Und wir fragen uns, wieso, weshalb, warum? Warum das eigentlich? Und die Antwort finden wir in uns selber. Warum haben wir immer die ähnlichen Partnerschaften? Das kann man auch übertragen ins Berufliche. Warum habe ich immer die ähnlichen Arbeitgeber, die ähnlichen Kollegen, die mich nicht wertschätzen, die mich entwertend behandeln, die mir nicht den Lohn zahlen oder in der Selbstständigkeit? Warum habe ich immer Schwierigkeiten mit den Kooperationen, mit denen ich zusammenarbeite? Warum ziehe ich immer Menschen in mein Leben, Kunden, die meine Arbeit nicht wertschätzen, die vielleicht nicht bezahlen? Warum ist es eine ständige Dauerschleife, eine ständige Wiederholung? Und um mal tiefer sich damit zu beschäftigen, mal einen Impuls zu bekommen, kann ich dir den Film und täglich grüßt das Murmeltier von ganzem Herzen empfehlen. Und da wirst du einiges erkennen, dich selber auch erkennen im Leben. Es zeigt immer wieder, du wirst so lange mit den ähnlichen Problemen konfrontiert. Du wirst so lange in der Wiederholschlaufe bleiben, bis du deine Lerneinheit gelernt hast. Die Seele kommt immer wieder auf die Erde, verkörpert sich zum Beispiel in einen Frauenkörper oder in einen Männerkörper und dann macht sie ihre Lernerfahrungen. Du suchst dir aus, in welches Land du geboren werden möchtest. Welche Eltern, mit der Familie, mit dem Beruf der Eltern, die Familiengeschichte, mit der kulturellen Prägung. Das ist natürlich anders, wenn du jetzt in Europa geboren wirst, als wenn du in Amerika geboren wirst. Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten mit dem Gesamtpaket drumherum. Und dann machst du deine Erfahrungen. Es ist ein Unterschied, ob du katholisch-evangelisch geprägt wirst, muslimisch, als Hindu. Es sind ganz andere Lernerfahrungen, die du durch diese Dogmen und Prägungen erhältst und bekommst und wie du dich dann nachher auch weiterentwickelst. Wenn du zum Beispiel in vorigen Inkarnationen Menschen immer wieder betrogen hast, um dich zu bereichern, weil du der Meinung warst, nur durch Betrügen und Lügen kannst du viel Geld verdienen, dann wirst du so lange damit konfrontiert, dass du in weiteren Verkörperungen, zum Beispiel in der jetzigen Verkörperung deiner Seele, damit konfrontiert wirst, dass du immer wieder betrogen und belogen wirst. Und du fragst dich, ich bin, warum? Ich bin doch immer so nett, ich bin doch immer so lieb. Warum werde ich immer betrogen und belogen? Warum zahlen meine Kunden nicht? Warum verhalten sich auch so meine Kooperationspartner oder Geschäftspartner, mit denen ich zusammenarbeite? Und das gilt auch fürs Privatleben. Wenn ich in vorigen Inkarnationen vielleicht immer wieder andere nicht wertgeschätzt habe, meinen Partner nicht wertgeschätzt habe,
und immer wieder Wiederholungen waren, das ihn über mehrere Inkarnationen hinweg gemacht habe, mich so verhalten habe, dann erlebe ich das auch, dass ich entwertend behandelt werde, nicht wertgeschätzt werde, ob beruflich oder privat und auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Und dann gilt es zu lernen, das zu erkennen, wie wichtig Wertschätzung ist und das zu verändern. Ich möchte dich ganz herzlich zu einer kleinen Übung einladen, damit wir uns mal anschauen, welche Wiederholungen bei dir in deinem Leben aktiv sind. Schließe deine Augen und atme dreimal tief über die Nase ein und über den Mund aus. Und während du immer weiter in Ruhe über die Nase einatmest und über den Mund ausatmest, stell dir vor, dass du ein ganz großer Adler bist. Und du fliegst jetzt an den Tag zurück, wo du dich entschieden hast, ich verkörpere mich jetzt in diese Familie mit meiner Seele, in dieses Land mit den ganzen Rahmenbedingungen. Und du siehst, wie sich deine Seele verkörpert. Sie kommt auf die Erde, eine Geburt. Und dann flieg mal über dein ganzes bisheriges Leben. Schau mal, wie du aufgewachsen bist, was du erlebt hast, wie du geprägt worden bist durch dein Elternhaus, durch die Schule. Deine ersten Ausbildungen oder Studium. Und dann flieg mal weiter über dein berufliches und privates Leben bis zum heutigen Tag. Was fällt dir dabei auf? Welche Wiederholschleifen, welcher rote Faden zieht sich durch dein Leben? Vor welchen Problemen wirst du immer wieder gestellt? Was hat sich in deinem Leben nicht verändert? Und wo stellst du dir immer wieder die Frage, warum, wieso? Und dann stell dir mal die Frage, was habe ich noch nicht gelernt? Was habe ich noch nicht gelernt? Was wollen mir die Herausforderungen, die Probleme, was wollen sie mir zeigen, aufzeigen, mich wachrütteln? Komme ich jetzt mit diesen Informationen wieder ins Tagesbewusstsein, atme dabei dreimal tief ein und aus
Und öffne dann deine Augen und reflektiere nochmal. Ich empfehle dir, die Übung öfters zu wiederholen, wenn du daran interessiert bist, Lösungen zu finden für diese Wiederholschleife, für die Wiederholungen. Und wenn du mehr über diese ganzen Zusammenhänge erfahren möchtest, dann informiere dich zum Thema Reinkarnation, Wiedergeburt, Wiederholschleifen. Was soll die Seele lernen? Was hat deine Seele noch nicht gelernt? Mein Buch Karma Wandeln, Auflösen und Heilen 2.0 schreibt über diese ganzen Zusammenhänge. Und welche Auswirkungen die Prägungen aus dieser Inkarnation haben und aus vorigen Inkarnationen. Und geht noch weiter, wie man dieses selber wahrnehmen, auflösen, wandeln und heilen kann. Schau einfach mal ins Buch rein. Es gibt eine gratis Leseprobe und Hörbuchprobe. Und informiere dich über Möglichkeiten, aus diesen Wiederholschleifen herauszufinden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei.